Ich glaube, da wird es eher, wenn dann in diese Richtung hier gehen. Sowas wäre an sich auch schön. Dieses Modell haben wir uns jetzt für entschieden. Hallo aus Frankfurt! Das hat alles geklappt. Also wir hatten ja noch im letzten Vlog gesagt, dass es jetzt für mich nach Frankfurt geht. Ich bin hier auf dem Event mit Oral-B und bleib bis morgen hier. Und es hat ja gestern Abend noch angefangen in Hamburg zu schneien. Und trotzdem hat es mit dem Zug alles geklappt. Keine Verspätung, nichts. Ich freue mich, dass ich angekommen bin. Ich war jetzt gerade auch noch kurz beim DM, weil ich im Zug wie immer mein Video geschnitten habe, also meine YouTube-Videos. Und da ist mir eingefallen, dass ich einige Szenen vergessen habe zu filmen für mein Wheel, was immer am Montag online geht, das Drogerie-Neuheiten-Wheel. Und deswegen war ich gerade noch beim DM, habe das abgefilmt und jetzt werde ich noch weiterschneiden, mich dann fertig machen. Und dann geht es heute Abend auch schon zum Dinner, wo ich sehr gespannt drauf bin, denn da gibt es auch einen Panel-Talk und so weiter und so fort. Aber ich versuche euch später einfach mal so ein bisschen mitzunehmen. Aber ich mache euch mal eine kleine Roomtour. Ich bin im Hilton Hotel, bin gerade hier durch diese Tür gekommen und dann erwartet einen dieses wunderschöne Badezimmer. Ich finde das so schön. Also generell, ich finde das immer so krass schön. Mit einer Badewanne, überall goldene Details und Marmor. Ich flippe hier komplett aus. Also das ist mein Traumbadezimmer, wirklich gefühlt von den ganzen Details. Und so sieht es jetzt weiter im Zimmer aus. Hier steht das Bett, auch wieder ein Marmortisch. Also es ist genau nach meinem Geschmack hier das Zimmer. Schlafanzug habe ich direkt schon rausgelegt, damit ich mich später nur noch ins Bett legen muss. Ich finde das tatsächlich mit dem Versetzten hier auch richtig cool. Sehe ich zum ersten Mal so, aber hat irgendwie was. Also sieht irgendwie total stylisch aus. Hier auch nochmal die Ablage. Da werde ich mich gleich ransetzen, arbeiten und dabei kann man sich sogar im Spiegel bewundern. Wow. Und der Ausblick, hier wäre sogar direkt ein Park. Ich bin gerade erstmal über meine Schuhe gestolpert, ein Park in der Nähe. Also es wäre auch perfekt gewesen für Sam. Wir hatten ja ursprünglich überlegt, ob Phil und Sam mitkommen, aber wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Das wäre uns zu stressig jetzt gewesen und zum Glück haben wir es ja auch nicht gebucht, weil mit dem Umzug kommen jetzt einfach genügend Kosten auf uns zu und deswegen ist es gut, wie es jetzt ist. Und morgen Abend bin ich ja nämlich auch schon wieder zu Hause. Aber was es wirklich für ein Zufall ist, ne? Direkt hier wäre im Park vor der Tür gewesen. Und wir haben ja direkt wieder unsere Namensschilder auf den Tischen gefunden. Und da wird es jetzt eine kleine Präsentation, denke ich mal sein. Und es ist auf jeden Fall schon gedeckt. Wir haben hier ein bisschen Getränke schon bekommen. Ich bin gespannt, was uns gleich erzählt wird. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen was zu arbeiten. Deswegen das Handy noch hier. Und wir müssen gleich ein bisschen Aufnahmen machen, weil dann auf jeden Fall für die zwei Tage jetzt ein bisschen was produziert werden muss für uns. It's also helping us. Helping us raising awareness. Und the significant all health inequalities. Die Vorspeise ist gekommen. Das ist ein Salat mit Walnuss. So there's lots of opportunities to try and brush his teeth. I have to sing a song, which I won't put you through tonight. You won't put me to do it, Raz. I was like, come on. But, so, you should know. Good morning aus Frankfurt. Es geht jetzt direkt los. Um 8 Uhr werden wir nämlich abgeholt und dann fahren wir in das Zentrum von Oral-B quasi. Kommen da ganz viel mit, wie das da so vorangeht, was geforscht wird und so weiter. Also mega spannend, da dürfen wir aber auf jeden Fall nicht die Kamera mitnehmen. Aber ich melde mich dann auf jeden Fall irgendwann zwischendurch oder wenn ich wieder zu Hause in Hamburg bin. Aber jetzt ist den ganzen Tag erstmal bis Nachmittag Programm und dann geht es heute Abend wieder zurück nach Hamburg. Und ich freue mich einfach schon so sehr auf Phil. Ich vermisse ihn wirklich so krass. Ich konnte auch so schlecht heute Nacht schlafen. Das ist echt heftig. Zusätzlich gab es noch hier den Smart Guide. Das ist ein kleines interaktives. Wir haben hier jetzt eine kurze Pause und trinken gerade was. Danach geht es weiter mit Workshops. Und ich glaube, wir sind gerade alle einfach froh, dass wir jetzt nur am Trinken. Wir sind wirklich nur am Trinken, die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur am Trinken, ne? Die gute ja, Cola. Ne, stimmt. Ja, Cola, ne? Cola. Cola, sagen wir alle. Ja. B-Cola. Ja, alle, genau. Alle gut hier. Es gibt jetzt Essen. Und dann haben sie so richtig geile Stühle. Was fühlst du da groß? Ja, die Füße werde ich heute ein Video machen, aber das klappt. Ich habe hier auf jeden Fall irgendwie so Nudeln, Lachs, ein bisschen Kartoffeln. Und da lasse ich mich
mal überraschen, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, alles hoffentlich ohne Fleisch. Ansonsten kommen wir lieber. Ich glaube, wir sind jetzt alle so richtig durchgefroren. Ist wärmer. Weiter vorne ist wärmer? Ja. Okay, ich komme raus. Da ist offen. Ach so, okay, ja, das geht halt. Die Workshops waren zwischen so halb draußen und das war echt irgendwann richtig kalt. Und jetzt freue ich mich auf die Zugfahrt und lasse euch jetzt meine Jacke an. Erstmal so 4,5 Stunden oder so, glaube ich. Jetzt erstmal noch entspannt zum Bahnhof kommen. Aber wir haben hier so einen Shuttle, mit dem wir fahren. Ja, festes Umzugsdatum steht ja schon bevor. Also am 30.03. werden wir umziehen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt nochmal darum, mal im Baumarkt zu fahren und zu gucken. Und heute geht es um das Thema Farbe. Ich glaube, Cindy hat jetzt schon im Vorhinein mal Farben gekauft für die andere Wohnung. Oder war es für die? Die nicht so. Für alle Wohnungen. Ja, aber du meinst auch, die Farbe war nicht so, wie du sie haben wolltest. Ach so, für die alte Wohnung, weil da war der Flur und diese Beachfarben von den. Die man sich da anmixen kann im Baumarkt. Die Beachfarben sind, wenn es dunkel ist oder wenn die Sonne nicht direkt drauf scheint, direkt rosa. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Deswegen schauen wir mal und ich glaube, es wird ja auch so auf Beige und Taupe hinauslaufen. Ja. Das sind jetzt so die zwei Paletten, die wir uns ausgesucht haben. Beach war jetzt das, was Sie auch vorher hatte. Aber da haben wir eine dunklere Palette genommen, weil die Helleren sind ja auf jeden Fall auch ein bisschen rosiger. Die Auswahl ist auf jeden Fall mega groß und wir haben hier jetzt noch einige Sachen mitgenommen. Das war Kaki und das hier war jetzt ja eher so nebenher. Ja, das war glaube ich so favoritenmäßig. Leichtes Leinbeige, elegante Gelassenheit sieht auch sehr schön aus. Die 07 gab es leider nicht als. Ich finde elegante Gelassenheit sieht wie ein sehr kühles Elefantenweiß aus. Also so grau. Dann einmal die Palette. Ich glaube, da wird es eher, wenn dann in diese Richtung hier gehen. Ja. Das sieht auch sehr Apricot aus. Und die werden wir auf jeden Fall zu Hause austesten, wie die halt wirken. Weil wie gesagt, bei Beach muss man echt aufpassen. Die können auf jeden Fall immer rosa-stichig werden, die Farben. Aber sowas vielleicht auch für Schlafzimmer. Eine Palette grün, vielleicht so einen Ton. Ja. Ist ja so ähnlich wie der Kaki-Ton hier. Ja, stimmt. Und wir wissen auch, dass es im Baumarkt hier diese Tageslichtsachen gibt, also wo man das testen kann und reinhalten kann, die Farben. Aber bisher war das leider nie so realitätsgetreu, fand ich. Also irgendwie war das dann doch immer abweichend. Vor allem die Beachtöne kommen immer erst richtig zum Vorschein, wenn man das Licht zu Hause aus hat und keine Sonne reinscheint. Ich finde aber halt selbst hier sieht man, warte mal. Ja. Hier sieht man es nicht, da sieht es sehr hell aus. Ja genau, man sieht es halt hier wird schon so und hier ist es schon so ein rosa Stich. Hier finde ich es am wenigsten rosa. Findest du? Ja. Also ich hier schon. Ist es ernst beige. Aber man sieht es halt, wie gesagt, erst zu Hause. Deswegen immer schön die Farben mitnehmen und zu Hause austesten in verschiedenen Tageslichtsituationen. Dann in dem Baumarkt, hier auch direkt in Ikea ist, sind wir gerade nochmal in der Teppichauswahl fürs Wohnzimmer. Und wir glauben, dass es darauf hinausläuft, dass wir uns nochmal den gleichen kaufen. Weil unser ist leider vollgesifft, weil Sam da immer gerne reinsabbert und seine Sachen dann mal isst. Sowas wäre an sich auch schön, aber gerade in diesem Fusselteppich verschwinden Sachen auch besser. Also wir nehmen jetzt einmal den hier mit. Der ist auch nicht so riesengroß, getwestet. Der ist 133x151, also schon ein bisschen größer, aber der ist halt richtig cool, glaube ich, weil die Fenster ja auch schwarz sind und der ist uns, glaube ich, ein bisschen zu extrem. Und wir haben uns jetzt für den entschieden, weil... Und ich war eben verwirrt, weil wir am Anfang gesagt haben, wir holen den. Aber dann hatten wir eigentlich gesagt, dass wir den holen wollen. Aber wir haben jetzt einen ganz großen gefunden, der dann besser ist für das Wohnzimmer. Weil das Wohnzimmer ja auch um einiges größer ist als unser jetzt. Und der heißt Stöhnse, Stöhnse, wie auch immer man den ausspricht. Der ist 2x3 Meter, also mega gut. Der heißt Stöhnse. Stöhnse. Ich habe gerade die Wohnung hier sauber
gesaugt und gewischt, damit keine Flecken auf dem Boden sind, denn wir bekommen jetzt Besuch, aber nicht für uns, denn die erste Besichtigung kommt gleich und das ist tatsächlich jemand, der hier auch im Haus wohnt, von daher mega praktisch, weil das dann ein sehr easy Umzug wäre und vor allem auch mit der Absprache und so halt richtig cool. Wir sind gespannt, ob er die Wohnung nehmen würde und vor allem zu wandern ja auch, weil wir haben jetzt heute für uns schon beschlossen, zum 1.4. auszuziehen, wäre für uns wirklich sehr knapp, wenn am 30. der Umzug ist. Dann hätte man einen Tag, wahrscheinlich nicht mal, weil da die Übergabe gemacht werden würde am 31., um alle Löcher zuzumachen, nochmal die Wohnung zu putzen, mit den Lampen und so weiter. Ich glaube, da braucht man einfach länger und ich glaube, das wäre wirklich hart stressig für uns. Aber mal gucken, zu wann er überhaupt einziehen könnte, vielleicht ja auch gar nicht so früh, aber wir hoffen natürlich schon. Und ich bin einfach, seitdem ich aus Frankfurt zurück bin, irgendwie krank. Also es bricht nicht zu 100% aus, worüber ich aktuell noch sehr froh bin. Aber ich merke einfach, mir geht es halt die ganze Zeit schlecht. Ich habe gestern früher Feierabend gemacht, heute jetzt auch wieder, habe mich ins Bett gelegt, habe mich ausgeruht. Ich glaube, das lag daran, weil in Frankfurt sehr viel draußen stattgefunden hat und es war einfach so kalt. Ich habe meine Jacke am Anfang abgegeben und das heißt, ich hatte einfach die ganze Zeit keine Jacke und ich habe echt richtig gefroren da. Und das ist halt, ich habe mich danach schon schlapp gefühlt, als ich mit dem Zug nach Hause gefahren bin. Und jetzt seit gestern, also der erste Tag, seitdem ich wieder hier bin, fühle ich mich richtig matsch. Ich habe so der Halsschmerzen. Ich vermeide es eigentlich die ganze Zeit zu reden und mache auch gerade kaum Instagram-Stories und so. Kopfschmerzen und mir geht es halt echt so gar nicht gut. Also ich habe so dieses typische Krankgefühl. Deswegen hoffe ich, dass ich das noch in den Griff bekomme und dass es nicht ausbricht, denn das wäre jetzt wirklich ein sehr schlechter Zeitpunkt. Ich habe mich gestern auch richtig zum Baumarkt und zu Ikea gequält, weil ich mir auch dachte, boah, am liebsten würde ich im Bett liegen bleiben, aber irgendwie sind das so Sachen, die wir jetzt so zeitnah klären wollen, auch weil der Umzug jetzt bald vor der Tür steht, aber es ist ja meistens so, dass man krank wird, weil man es eigentlich am wenigsten gebrauchen kann und es ist jetzt wahrscheinlich der Fall bei mir. Aber ich hoffe, ich bekomme es noch in den Griff. Wir haben hier übrigens die Farben ausgebreitet. Hä, was ist das? Ah, ein Dreckkrümel, okay. Und liegen, also wir lassen hier jetzt die ganze Zeit so liegen. Es sind auf jeden Fall schon Farben, die wir auf jeden Fall ausschließen, wie das. Oder das war im Baumarkt zum Beispiel richtig schön beige. Und hier wirkt es so richtig grau. Also deswegen immer schön zu Hause lassen und sich das bei verschiedenen Tageslichtsituationen angucken. Auch das ist richtig dunkel. Das wirkte im Baumarkt richtig schön grün. Also alles wirkte generell so ein bisschen dunkler, aber auch wärmer. Und vor allem in dem Licht abends, was wir haben, was dann ja in der neuen Wohnung nicht groß anders sein wird, weil wir ja die ganzen Lampen, außer die leider, die ist ja durchgebrannt und lässt sich nicht reparieren. Aber ansonsten nehmen wir die Sachen ja mit und werden die gleiche Beleuchtung haben. Und deswegen ist das wirklich immer das Beste, wenn man bei Tag, Sonne, Abendlicht, wann auch immer, die ganzen Farben hier nochmal testet. Aber aktuell sind wir, glaube ich, so hier bei der Earth-Reihe und werden vielleicht irgendwas von da nehmen. Aber wir müssen halt echt nochmal genau gucken. Cindy ist ja gerade noch krank zu Hause und deswegen habe ich ihr hier noch ein bisschen aus der Apotheke geholt. Leider hatte sie da echt extrem erwischt. Ich hatte echt ein bisschen mehr Glück. Bei mir hat das echt kurz angehalten. Hoffen wir mal, dass es bei mir nicht nachträglich nochmal ausbricht, aber ich habe jetzt auch noch ein bisschen was aus der Apotheke mitgenommen. Das sollte dann passen. Für dieses Modell haben wir es jetzt hier entschieden. Ist ein bisschen teurer, als es jetzt geplant war, aber dafür lassen sich alle Türen einzeln öffnen. Das ist ganz geil. Die Tiefkühltruhe ist auch vernünftig aufgeteilt. Dieses Instant-Fenster hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn man hier so reingreifen kann, aber ist ja nice to have. Und das Gute ist, dass es nicht mit einem direkten Wasseranschluss, sondern halt einmal über einen Wassertank, den man dann hier jeweils auffüllt. Ich habe jetzt alle Stationen für mich durch. Das heißt, gleich geht's nach Hause. Wir hatten gerade schon was gegessen. Deswegen hole ich jetzt noch ein bisschen was zu snacken. Und ich glaube, dann machen wir heute Abend nur noch einen ruhigen. Und es gibt eine gute Neuigkeit. Wir haben jetzt schon Nachmieter gefunden. Wir haben heute sozusagen die Zusage direkt gehabt, der hat sich die Wohnung angeguckt, ist auch jemand aus unserem Haus jetzt direkt. Und das ist auch richtig nice für uns, weil das macht auf jeden Fall, nimmt uns ein bisschen die Sorge halt weg, ne? Dass wir niemanden finden und irgendwie doppelt und dreifach Miete zahlen müssen. Das heißt, so zahlen wir nur einmal doppelt Miete und das ist Thema auch erledigt. Oh mein Gott, Leute, wenn dieses Wetter zu unserem Umzug ist, dann haben wir ein großes Problem. Oh mein Gott, meine Finger sind gerade so abgefroren. Wir wollten jetzt einmal mit Sam an den See, weil es so schön geschneit hat. Und hatten aber noch den Teppich hinten drin.
Und den musste Phil, also der kleine Teppich kann jetzt hier bleiben, aber der große Teppich, dafür mussten wir ja die Rücksitze umklappen. Und den bringt Phil gerade in den Keller. Und eigentlich müssen wir jetzt noch die Scheiben kratzen. Aber ich muss mich gerade kurz hier drin aufwärmen, weil meine Finger gerade einfach abfrieren. Ich habe aber auch Handschuhe dabei. Ich ziehe gleich meine Handschuhe an. Mütze habe ich auch dabei, aber das stört halt, wenn mein Auto fährt. Deswegen habe ich es gerade noch nicht angezogen. Aber wir freuen uns, dass für Sam nochmal dieses Jahr Schnee ist und hoffen, dass da jetzt auch am See ein bisschen was liegen geblieben ist. Weil in der Stadt ist eigentlich nichts liegen geblieben, außer auf den Autos. Aber ich glaube halt schon, so ein bisschen außerhalb könnte es halt richtig schön sein. Aber jetzt gerade merke ich auch nichts mehr von meiner Erkältung. Eben gerade ging es mir nochmal richtig schlecht, wo ich mir dachte, hab so gemerkt, dass Fieber wieder so ein bisschen kommt. Aber jetzt richtig Kälte, ich glaube, das ist ja auch echt immer ganz gut, wenn man sich warm einpackt. Das sagen ja auch immer die Ärzte. Schön an die frische Luft gehen. Und da ist er. Wir müssen noch Scheiben kratzen, aber ich musste mich gerade aufwärmen, weil es so kalt war. Müssen wir noch das runterschauen, mal kriegt das ja Bescheid. Ja, ich hab schon mal gucken. Das hier gerade ist ein sehr übliches Szenario. Wenn Cindy was zu snacken dabei hat, dann ist Sam hier immer direkt mit im Gange und kann den Schnee auch gar nicht genießen. Wir sind hier hingefahren, damit du ein bisschen Schnee kommst. Oh, wow, 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 wow. Hier ist nichts mehr. Ja! Gelber Schnee, immer gefährlich. Sam ist begeisterter Schneeballfresser. Ah, oh, das findest du toll, ne? Ist so eine ekelhafte, ne? Voll in die Unterhose! Ich weiß, wer jetzt eingeseift wird. Nein! Also ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf Phil, weil er kann mittlerweile richtig gut seine Gummistiefel ausziehen. Das ist nur Glück gewesen heute, glaub mir, das sind die komisch geschnittenen Gummistiefel, die ich je in meinem Leben hatte. Und ich hatte als Kind so einige Gummistiefel, die ich nicht getragen habe. Ja. Natürlich. Ich habe meine Handschuhe verloren. Ja, das ist ja gut, super. Lieben wir. Mir geht es übrigens auch richtig gut jetzt nach dem Spazierengehen. Also ja, wir hoffen, ich bin jetzt gar nicht mehr so angefangen. Ja, ich hoffe wirklich, das bleibt so. Aber man sagt ja wirklich, auch wenn es einem schlecht geht, einmal rausgehen, warm einpacken und dann läuft das hoffentlich. Kurz die Nase durchlüften. Aber ich habe meine Handschuhe verloren. Wir sind extra den ganzen Weg nochmal zurückgegangen. Wir haben ihn nicht gefunden. Das Blöde ist, der ist halt auch so, hey, das ist genau der, die ich mir jetzt auf dem Weihnachtsmarkt erst gekauft hatte im Dezember. Richtig schön. Das ist doof. Ja. Und wir haben den Kühlschrank jetzt gekauft. Der kommt jetzt dann an, wenn wir die Schüssel haben. Wahrscheinlich schon Ende nächster Woche. Und es war auch mit der kleinste Kühlschrank von den Side-by-Side-Varianten. Also Side-by-Side heißt ja einfach, dass die Türen von beiden Seiten aufgehen. Ja. Und den Kühlschrank, den wir ausgesucht haben, da gehen alle vier Türen auf. Ja, aber das habt ihr ja schon in dem Video gesehen. Ja. Also, bin ich echt gespannt, wie der in Real Life ist. Und ob der reinpasst. Real Life. Ich bin noch ein bisschen nass von draußen. Ich habe so Schnee bekommen. Du bist aber nur so fertig. Wir hoffen, wir sehen uns am Freitag zum nächsten Vlog wieder. Da entscheidet sich dann auch auf jeden Fall, welche Farbe das wird, weil wir wollen jetzt nochmal im Baumarkt, denn eine Farbe hatten die letztens nicht. Die haben wir nur abfotografiert. Und wir glauben, dass es genau diese Farbe werden wird am Ende. Deswegen wollen wir die nochmal versuchen zu bekommen, damit wir die für zu Hause testen können. Und dann geht es auch schon ganz bald los. Wahrscheinlich ist nächsten Freitag im Vlog dann schon die Schüsselübergabe. Oh, war ja. Aber wir haben noch keinen Termin, aber wir vermuten es, deswegen mal gucken. Also, bis nächste Woche. Freitag. Tschüss.